Hi und willkommen hier bei Mein Stuhl, meine Meinung. Liebe Freunde der Partei des Gelben Reiches, liebe Wähler der FDP. Der Herr Möllermann hat es damals ausgegeben, 18%, die müssen es mindestens werden. Wie ein Popstar ist Guido Westerwelle damals mit seinem Guido-Mobil durch Deutschland gerast, ist ins Big Brother Haus gegangen. 18%, yo, aber wir können mehr. Heute ist es der jugendlich anmaßende Herr Rösler, der die FDP seit längerem in die richtigen Bahnen leiten wird. Bahnen? Da war doch noch was. Unsere Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, nimmt es ihm zwar immer noch übel, dass er eigentlich dafür gesorgt hat, dass der christliche Herr Gauck unser neuer Bundespräsident wird. Und so muss er mit der Schmach leben, dass unsere eiserne Lady, ups, sorry, das ist ja für England reserviert, aber den gleichen Stilberater hat sie ja mindestens, ihm nicht mehr die Blähluft fernhält. Ich finde es geradezu skandalös, dass die wichtigste Partei Deutschlands, die alles Soziale, alles in Sachen Bildung, in Sachen Wachstum, in Sachen Europa, Euro und Gerechtigkeit und Positives in diesem Land gesorgt hat, im nächsten Jahr wohl nur noch in den Annalen der Politgeschichte zu finden sein wird. Da wird es besonders Herrn Westerwelle freuen, dass er die Annalen der Geschichte anführt. Und Brüderle Philipp, der wird daran nichts ändern können. Auf piratischem Feldzug haben sich Internet-Nerds nach und nach die Prozentpunkte der FDP einverleibt. Und nach und nach den gelben, goldenen Boden der FDP. Die Frau Merkel, die wird mit einem weinenden, aber auch mit einem schadenfrohen Auge sehen, denn damit fällt für sie die einflussreichste Partei Deutschlands und ihr Hofnarr de facto weg. Aber es ist wirklich bewundernswert, wie Philipp Rösler das von Parteiführung zu Parteiführung weitergegebene Credo aufrecht erhält. Das da lautet, wir werden niemals den Hintern einer anderen Partei als den der CDU mit unserer Zunge reinigen. Und sollten wir tatsächlich untergehen, werden wir selbst unter Wasser noch genug Speichel produzieren, um den Hintern, der über Wasser hängt, weiterhin sauber zu halten. Mal ganz ehrlich, allein diese Beharrlichkeit verdient ein Prozentpunkt, oder? Also 2 Prozentpunkte sind euch schon mal gesichert, Herr Rösler. Der Pessimist würde auf gut Neudeutsch sagen, rest in peace, liebe FDP. Aber der Optimist, der hat Herrn Rösler sagen hören, I'll be back. Das war's wieder von meiner Seite. Wäre cool, wenn ihr noch mehr Lust auf Polit-Satire oder ähnliches habt. Wenn ihr einfach meinen Channel abonniert, irgendwo hier befindet sich ein Button dafür. Und echt, hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar zu dem Video, zu der Idee. Würde mich super freuen. Ich bin der Bernd. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.